Kann man glücklich sein erarbeiten? Kann man glücklich sein trainieren? Kann man glücklich sein üben? Da muss ich mal sagen, definitiv nein. Jetzt würdet ihr sagen, warum nicht? Na klar, steht doch in so vielen tausend Sprüchen. Glücklich sein ist eine Naturveranlagung, die in uns ist, die angeboren ist. Schaut doch mal kleine Kinder an. Die sind auch von Natur aus glücklich. Die spielen freudig, die spielen lustig, die freuen sich des Lebens. Selbst kleine Kinder, Säuglinge, schenken euch ein Lächeln. Und dieses Lächeln ist auch glücklich sein. Und dieses Lächeln ist nicht geübt, nicht trainiert. Es ist genau wie unser Herzschlag. Unser Herzschlag fängt in der Entwicklung an, eines Tages zu schlagen, im Mutterbauch, und hört es dann wieder auf, wenn wir sterben. Wir atmen, wenn wir das Licht der Welt erblicken und nehmen den letzten Atemzug, wenn wir sterben. Und wir brauchen uns über den Herzschlag und über das Atemholen keine Gedanken machen. So ist es mit dem Glücklichsein eigentlich genauso. Nur wir wissen alle, wenn wir älter werden oder viele werden krank, Herzinfarkt zum Beispiel, Asthma, all diese Dinge sind nicht, kann man sagen, vom Himmel gefallen. Wenn wir mit dem Herzproblem haben, Herzinfarkt, ist es eine Herzensangelegenheit. Wenn wir zum Beispiel Asthma haben, Luft ist unser Lebenselixier. Dann heißt es, es hat was zu tun mit dem Leben. Wir sind mit dem Leben nicht zufrieden. Wir können das Leben nicht einatmen. Alle von euch, die auf spirituell unterwegs sind, wenn sie hören, Leben einatmen, werden mir gleich recht geben. Also kann man glücklich sein, nicht üben, nicht trainieren. Nämlich weil es in uns latent und permanent ist. Das Einzige, was wir können alle schädlichen Dinge, die wir uns angeeignet haben in unserem Leben, auflösen, daran arbeiten. Nicht pillepalle und sagen, ich will nicht, ich tue nicht, ich mache nichts, sondern wirklich daran arbeiten. Dann geschieht, je mehr wir uns, kann man sagen, bereinigen oder auflösen von Blockaden, wirklich auflösen, kommt das Gefühl durch. Und je mehr wir haben, desto länger bleibt dieses schöne, glückliche Gefühl da. Und das ist doch ein Ziel, was sich lohnt und man daran arbeiten sollte. Nicht nur daran arbeiten, sondern es lohnt sich dann auch zu leben, weil das Leben wirklich Spaß macht. Es gibt nichts Schöneres als das Leben. Denkt mal drüber nach. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.